Hallo Leute, heute geht es um drei Tipps zum Thema Streetfotografie. Und ich habe ja im ersten Video schon das ein oder andere auch dazu erzählt, warum macht es das Thema für mich so besonders, ja, was ist so besonders an der Streetfotografie, was ist Streetfotografie und so weiter. Und mit diesen drei Tipps, und da möchte ich nochmal so ein bisschen reinhaken, das Wort Tipps ist für mich immer so ein bisschen so, es signalisiert halt, hey, es gibt drei Themen oder drei Punkte, die ganz einfach dazu führen, dass man vielleicht etwas schneller ein Ziel erreichen kann oder dass man schneller ein Ergebnis erreichen kann. Und das ist so auch der Sinn des Videos. Ich möchte gern aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe, diese drei Dinge mit euch teilen, einfach damit, wenn Leute sagen, ich habe damit noch nicht ganz so viel zu tun, nicht so viel Berührungspunkte oder nur so ein bisschen, dass man halt sagt, okay, wenn ich das so und so habe, dann komme ich vielleicht schneller zu Ergebnissen. Man hat also schneller Spaß und Freude und ja, man kann sich dann einfach vielleicht ein bisschen schneller entwickeln. Das ist so die Idee und das Ziel dieses Videos. Grundsätzlich, wenn du sagst, jo, das ist ein Thema, sowas interessiert mich, gerne einen Daumen hoch da lassen bei Fragen und Anregungen, gerne in die Kommentare und natürlich auch gerne abonnieren. Und an der Stelle will ich mich auch nochmal bei allen Abonnenten ganz herzlich bedanken, dass ihr mit an Bord seid. Und ich möchte auch ganz herzlich alle neuen Abonnenten begrüßen, weil es ist wirklich eine Freude, ne? Wenn Leute mit an Bord kommen, ist immer eine schöne Sache. So, wir starten mal mit dem ersten Punkt. Schaut mal auf die Karte, zieht einen Kreis drum, virtuell zumindest, und guckt mal, was so in einem Umkreis von circa 2 Stunden bei euch an Großstädten ist. Und dann sucht euch die größte Stadt raus, die ihr dort finden könnt. Hintergrund ist simpel und einfach der, ihr fahrt in eine Stadt, wo das Angebot groß ist. Das heißt, ihr müsst nicht so extrem in den Suchmodus gehen, sondern ihr seid mehr in dem Entdeckermodus unterwegs. Und das führt dazu, dass ihr einfach von eurer Betrachtung viel schneller, viel mehr wahrnehmen könnt. Ich denke da an meine persönliche Situation, dass ich ja nun in Bremen in einer nicht ganz kleinen Stadt wohne, aber ja nun auch nicht in einer Weltmetropole. Und dazu kommt, ich habe so diesen eingeborenen Modus. Das heißt, auch ich gehe durch diese Stadt mit einem anderen Auge, als wenn jemand zu Besuch käme, der jetzt vielleicht noch nie hier war oder nur ein-, zweimal hier war. Ganz einfach, weil ich nun mal meine persönliche Umgebung anders wahrnehme, als das eine fremde Person tun würde. Ich merke das immer wieder, wenn ich zum Beispiel nach Hamburg fahre. Und Hamburg ist schon so ein, ich sag mal, recht besonderer Ort, allein aus dem Grund, weil du sehr krasse verschiedene kulturelle Aspekte hast. Ich denke mal, in Berlin ist das genauso. Also es ist in vielen Großstädten so, aber wenn ich jetzt in Hamburg an die Reeperbahn denke und an Blankenese, dann habe ich da schon kulturell betrachtet sicherlich ein paar Unterschiede. Und das führt einfach dazu, wenn das nicht deine gewohnte Umgebung ist, dass du diese Dinge etwas anders wahrnimmst. Und vielleicht dadurch auch schneller mal Spots findest oder Dinge findest, wo du sagst, boah, das ist ein cooles Szenario, oh Mann, oh, das ist ja cool. Und naja, das führt halt einfach dazu, dass du schneller an ein Ergebnis kommst, was du vielleicht in deiner persönlichen Region nicht unbedingt so schnell hinbekommen würdest. Eigentlich eine sehr widersprüchliche Aussage, wenn man mal bedenkt, dass wir ja sonst eher fotografisch an einem Ziel arbeiten. Und wenn ich an die Porträtaufnahmen denke, dann hast du Lichtsetzung, Kommunikation mit dem Modell, du switchst die Linse, du switchst das Licht nochmal, du besprichst vielleicht eine Pose mit dem Modell und so weiter und sagst, komm, wenn wir so machen, könnte das bei rauskommen. Und du erarbeitest dir eben gemeinsam dieses Foto, was am Ende auch bei rauskommen soll. Und in der Streetfotografie ist es ein bisschen anders, weil da kommt das Ziel auf dich zu und du gehst dem Ziel entgegen. Und in dem Moment sollte man auch bereit sein, das heißt, im ersten Teil habe ich auch schon was dazu gesagt, ich habe die Kamera hier vor mir hängen, die ist an und ich bin einsatzbereit. Aber wichtig ist, mit Ruhe und Bedacht an die Sache rangehen. Und habt ein offenes Auge, nehmt die Umgebung wahr und vor allem nehmt euch Zeit. Weil die Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, denn es nützt nichts, wenn du wie ein Irrer von A nach B und dann hoffst du, dass jetzt irgendwas passiert. Wenn du dich in einer interessanten Umgebung bewegst und du mit Geduld an die Sache rangehst und du erstmal schaust, was passiert dort eigentlich? Nehmen wir den Klassiker, so ein Bahnhof, da passiert ja schon in der Regel immer viel. Dann ist es aber auch da so, dass nicht unbedingt immer sofort was total Interessantes passiert oder einfach interessante Menschen da sind, sondern das dauert vielleicht auch mal einen Moment. Und deswegen den Blick schweifen lassen, ein offenes Auge haben und sucht euch gewisse Positionen, macht vielleicht auch schon mal ein Testbild, wenn du sagst, das könnte eine interessante Situation sein. Und ja, dann muss man auch mal ein bisschen Geduld haben. Aber
dadurch entsteht eben auch dieser Blick und diese Wahrnehmung, dass man das Gefühl hat, wenn ich mich an anderen Bereichen bewege, wo dann auch interessante Lichtsituationen sind oder wo man das Gefühl hat, da rennen vielleicht so ein paar crazy people rum oder irgendwie sowas, ja, dass man dann auch schneller nochmal in seiner Wahrnehmung Dinge sieht und sagt, boah, das ist gerade cool, das ist ein geiles Szenario oder wie auch immer und dann zack, draufhalten, festhalten und glücklich sein. Also zusammengefasst, ja, das Ziel ist es, ohne irgendwelche voreingenommenen Situationen, die Dinge wahrzunehmen in aller Ruhe und dann drauf zu halten, wenn es ein cooles Szenario ist. Im ersten Video hatte ich schon mal angesprochen, dass das Supergeile ist, dass du Streetfotografie immer machen kannst. Es gibt also keine Vorgabe, es gibt keine Bedingung, kein gar nichts und es ist auch in der Tat so. Mir geht es aber um den Tipp, etwas leichter und schneller reinzukommen und da helfen extreme Bedingungen durchaus, weil bei starken Sonnenschein ist es halt so, dass du ein schönes Licht-Schattenspiel hast. Dadurch findest du vielleicht schneller mal eine Komposition, die ganz interessant sein kann. Ja, es bewegen sich vielleicht auch die Menschen draußen etwas langsamer oder naja, es entstehen vielleicht Situationen, die hilfreich sind, um besser reinzukommen. Und du kannst auch in Ruhe mit der Situation spielen, dass du zum Beispiel eine Person hast, die hell gekleidet ist, die jetzt dann im Schattenbereich sich befindet und dadurch einfach einen gewissen Kontrast liefert oder andersrum im Lichtbereich und dann hast du eine Silhouette oder ähnliches. Ja, oder bei extremem Regen, dass dann vielleicht so eine gewisse Hektik kommt, die es aber auch wieder irgendwie ein bisschen spannend und interessant macht. Das ist schon hilfreich, um auch die Wahrnehmung ein bisschen zu schärfen. Das heißt, du kannst es, wie gesagt, immer machen, aber das würde dich vielleicht etwas nach vorne bringen und das würde vielleicht auch dafür sorgen, dass du schneller ein Ergebnis hast, wo du sagst, boah, cool, das hat geklappt. Und die Zufriedenheit nach so einem Tag ist ja auch nicht zu verachten. Und von daher können solche Extrembedingungen dann für einen Start oder auch für so die ersten Male ein bisschen hilfreicher sein, damit man eben in der Wahrnehmung, wie gesagt, etwas schneller so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wo passiert was, wie wirkt sich das eigentlich aus. Genau. Das soll es mit diesem Video gewesen sein, liebe Leute. Wenn ihr sagt, komm, solche Tipps sind immer mal wieder hilfreich, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Bei Fragen, Anregungen, wie gesagt, gerne kommentieren und abonnieren. Natürlich auch sehr, sehr gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.